Hallo und herzlich willkommen zu Fio will's wissen. Heute möchte ich mit euch wieder einmal über die Auswirkungen der Flut sprechen. Über keine Überschwemmung, sondern über die Schlammablagerung und das Begraben von ganzen Städten. Dazu habe ich mir das Buch mit allen Radierungen vom Herrn Giovanni Battista Piranesi gekauft, in denen er als Augenzeuge die Hinterlassenschaften der atlantischen Hochkulturen aufzeichnete, die unter dem Schlamm begraben wurden und die er im 17. Jahrhundert in Rom vorfand. Die atlantischen Gebäude lassen sich durch ihre auffällige Architektur erkennen und auf der ganzen Erde wiederentdecken. Der Baustil der atlantischen Völker hat sich auf die ganze Erde verbreitet und ist somit in fast jedem Land zu finden. Herr Giovanni Battista Piranesi zeigt in seinen sogenannten Etchings auf, das sind seine Radierungen, die er unverfälscht 1:1 aufmalte, die nichts mit seinen fantastischen Gefängnissen und Kerkerzeichnungen, die sogenannten Carceri, zu tun hatten. Mit denen er berühmt wurde, in denen er Kerkern und Gefängnisse mit ins Leere führende Treppen einbaute, so erschuf er aus seinen gemalten I Ching-Bildern Kunstwerke und wurde in ganz Europa berühmt damit. Seine verwinkelte, ins Leere laufende Labyrinthe, die noch heute die Film- und Kunstgeschichte beeinflussen, Szenen zu sehen in den ersten Harry Potter Filmen, wo jeder die beweglichen Treppen beim Einzug bekannt sein sollte. Doch uns geht's um die Etchings, die unverfälschten Radierungen, die Augenzeugenberichte, die er in Italiens hinterlassenen Ruinen und begrabenen Ruinen der sogenannten ewigen Stadt in Rom im 17. Jahrhundert aufzeichnete. Darin sind besonders auffällig die Größenverhältnisse von Mensch zum Gebäude, wo manchmal sehen die Menschen wirklich wie Ameisen aus und extrem auffällig auf den Bildern sind, dass man sieht, wie die Leute da zum Beispiel mit Kutschen oder einfach nur zu Fuß rumrennen, alles erkunden, auf den Dächern sogar oben rumrennen, in den Gebäuden mit Leitern, höhere Fächer, wo man so nicht rankommt, durchsuchen und eigentlich auf der Suche nach Hinterlassenschaften sind. Also es erweckt schon sehr den Eindruck, dass die Leute sich da verhalten, als wenn die in einer Stadt angekommen sind, wo die vorher nie gewesen sind. Also es sieht nicht so aus, als wenn diese kleinen Menschen was mit diesen riesigen Gebäuden zu tun haben. Und genauso kann man erkennen, wie die Schlammmassen, alles begruben, sehr auffällig ist, dass die Leute sich in diesen Gebäuden einfach nur rumtreiben, sie besetzen, aber sie niemals gebaut haben. Auf vielen Bildern ist sehr gut zu sehen, wie die Schlammmassen die ganze Stadt oder den ganzen Platz bedecken. Diese pompösen, riesigen Gebäude, die können niemals von diesen kleinen Menschen gemacht worden sein. Können natürlich schon, aber es ist eher unwahrscheinlich. Auf vielen dieser I Ching-Bilder, die unverfälscht wiedergegeben wurden, die er so malte, wie er sie vor sich sah, ist zu sehen, wie man normalwüchsige Menschen sieht und daneben Menschen, die auf einmal doppelt so groß sind, wie bei einem Bild, bei der Engelsburg. Sehr interessant ist zum Beispiel auch dieses Bild hier. Hier sehen wir eine riesige Mauer, was auch immer sie vorher ergab. Diese Steine sind so gewaltig und diese kleinen Menschen dazwischen. Diese Steine anzuheben, sind für uns schon sehr unvorstellbar. Also diese Größe von Steinen, die würde passen, wenn riesige Menschen die bewegt haben. Aber diese Menschen, die wir da vorfinden, in Rom im 17. Jahrhundert, die sind noch so primitiv und zurückgeblieben oder eher gesagt, haben vergessen, wie weit wir einmal waren. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die diese Gebäude aufgebaut haben. Wobei man ja auch an diesen Bildern ganz genau sieht, dass die Gebäude sehr alt sind, eingefallen, verlassen und dass diese Leute die einfach wiederentdecken und besetzen. Also alles wurde zerstört, die ganze Stadt wurde überschwemmt und die Schlammablagerungen sind noch zu sehen. Die Leute fingen an, Häuser zu besetzen und sich niederzulassen, genauso aufzuräumen. Doch der Großteil der Stadt war leer. Es liefen Kühe durch die verlassenen Ruinen und durch die leeren Straßen, die mit Schlamm bedeckt waren, aber kaum Menschen. Diese Menschen, die sich zu dem Zeitpunkt in Rom rumtrieben im 17. Jahrhundert, fingen an, die Gebäude zu besetzen und eventuell auch zu restaurieren. Aber aufgebaut haben diese Leute diese Gebäude nicht. Die haben diese Ruinen so vorgefunden, eventuell vom Schlamm befreit und besetzt. Davon zeugt auch die Geschichte vom Papst im 9. Jahrhundert. Im Januar 962 traf Otto der Große, der sich zum deutschen Kaiser krönen lassen wollte, in Rom beim Papst ein. Der Papst und seine Priester barrikadierten sich in einem ehemaligen Grabmal, was sie zu einer Burg ausbauten, was heutzutage als Engelsburg bekannt ist.
Der deutsche Kaiser Otto der Große lachte über den Papst, da er sich durch seine Steuererpressung vor dem Volk einschloss und das Grabmal zu einer Burg ausbauen ließ, die sogenannte Engelsburg. Wie wir sehen, ließen sich alle in diesen Ruinen nieder, bauten sie um, wie in dem Fall, versteckten sich vor dem Großteil der Menschen, denn jeder war nämlich zu dieser Zeit dabei, Häuser und Ländereien zu besetzen. Die Länder selber fingen auch wieder an, die Welt zu erkunden und eigentlich wieder komplett neu zu entdecken, da der Großteil der Bücher verloren gegangen ist. So begannen die letzten paar hundert Jahre Krieg, Ausbreitung und die neue Inbesitznahme der Ländereien und ganzer Kontinenten. Das führt sich bis jetzt fort und deswegen haben wir auch die ganzen Kriege. Die Welt wird halt gerade wieder neu eingenommen, aufgeräumt wurde im Großteil schon. Allerdings finden wir an großen Teilen der Erde noch groß überdeckte Hochkulturen, die wir seit circa 100 Jahren wieder dabei sind auszugraben und zu entdecken. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Machthaber heutzutage wieder eine vereinigte Weltordnung anstreben, weil es die früher schon mal gab, die Flut alles zerstörte und man jetzt wieder dahin zurück will, was man vorher schon erreicht hatte, die ganze Erde zu besitzen. Wenn wir zum Beispiel an die Seemächte denken, ist es eigentlich nicht zu erklären, dass sie erst vor ein paar hundert Jahren anfingen, mit ihren Schiffen die Welt zu erobern und zu entdecken. Wenn man sich überlegt, was in der Megalithkultur oder eher gesagt in den Megalithbauten, wie zum Beispiel den Pyramiden der Mayan, der Chinesen, der Ägypter, die sind ja eigentlich auf der ganzen Welt verteilt, oder auch die Hinterlassenschaften in Rom, der riesigen Ruinen. Wer so etwas baut, da kann es doch nicht sein, dass es vor 100 Jahren es Schiffe gab, womit wir die ganzen Kontinente entdecken konnten. Es wurde einfach nur wieder neu angefangen zu entdecken und zu erobern. Und an diesem Punkt sind wir jetzt auch noch, bis sie wieder die ganze Welt erobert haben, eine große Macht haben und die Erde wieder zerstören, bis die nächste Flut kommt. Okay, dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Fotos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und zwar für euch ein bisschen aufschlussreich. Was ihr von der Theorie haltet oder wenn ihr eine eigene dazu habt, schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Ich werde immer drauf eingehen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao!